und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Carinas Süße Welt. Heute machen wir diese schöne LOL-Torte zusammen. Ich fange damit an mit der Erdbeercreme. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Erdbeeren und 300 Gramm Zucker. Ich werde die Erdbeeren erst einmal pürieren und dann zusammen mit dem Zucker aufkochen für ca. 5 Minuten. Die Erdbeeren haben jetzt zusammen mit dem Zucker ca. 5 Minuten gekocht. Ich habe es jetzt erst gerade vom Herd geholt und ich habe hier 4 Blatt Gelatine. Die werde ich jetzt in kaltes Wasser geben und die dürfen dann für ca. 10 Minuten aufweichen. Wenn die dann aufgeweicht sind, dann hat auch die Erdbeercreme die richtige Temperatur, um diese Gelatineblätter hineinzugeben. Und dann lösen die sich auf. Und dann darf es erst einmal wieder abkühlen. Weiter geht es mit der Sahne. Ich habe jetzt hier 6 Pack Schlagsahne à 200 Gramm, 1 Pack Mascarpone à 250 Gramm und 4 Sahnesteig. Ich werde diese jetzt zusammen aufschlagen, also erst einmal die Sahne mit der Mascarpone aufschlagen und dann, wenn dann die Sahne steifer ist, dann gebe ich den Sahnesteig hinzu. Und danach, zum Schluss, kommt dann die Erdbeermasse noch hinzu. Ich werde jetzt erst einmal die Schlagsahne anschlagen mit der Mascarpone, dann kommt der Sahnesteig hinzu und zum Ende dann noch die Erdbeercreme. Die Erdbeercreme ist jetzt soweit fertig, die kommt jetzt nochmal in den Kühlschrank und ich habe zeitgleich noch eine Buttercreme vorbereitet, das ist die Italian Meringue Buttercreme. Die kann ich euch wirklich empfehlen, vom Geschmack her schmeckt die ganz leicht und nicht so sehr nach Butter. Die werde ich jetzt in einen Spritzbeutel geben und dann auch zum Befüllen der Torte nutzen, als Rand, einen Ring um diese Sahnecreme. Das Rezept für die Buttercreme findet ihr unten in der Infobox. Ich habe die Mengen dort genommen mal 1,5. Es geht weiter mit den Biskuitböden. Die habe ich bereits gestern vorbereitet. Das hier sind 30 cm und das hier sind 17,8, also knapp 18 cm. Das Rezept für die Biskuitböden findet ihr auch im Link unten. Zu Pan di Spagna, ist ein italienischer Biskuitboden ohne Backpulver. Zum Schneiden nehme ich dieses Kuchenmesser, da kann man die Größen ganz gut einstellen. Ich werde jetzt 1,5 cm nehmen. Das hilft mir auch, die Böden gerade zu schneiden. So, es ist jetzt alles bereit. Die Tortenplatte, die Biskuitböden, die Erdbeercreme, die Buttercreme. Ich habe jetzt hier noch zum Tränken der Böden Milch mit etwas Vanillezucker vermischt. Und dann geht's los mit dem Befüllen. Ich gebe etwas Buttercreme erstmal auf die Platte, damit die Torte später nicht verrutscht. Und dann befülle ich die Böden. Kennt ihr die Schokotröpfchen? Die mache ich jetzt doch noch rein in die Erdbeercreme. Habe ich mich gerade spontan dazu entschieden.
Torten habe ich jetzt beide gefüllt und die gehen jetzt beide erst einmal in den Kühlschrank für 3 bis 4 Stunden. Die Torten waren jetzt in der Kühlung und werden jetzt noch eingestrichen mit der Buttercreme. So, die Torten sind jetzt mit der Buttercreme eingestrichen und ich habe jetzt hier knapp 800 Gramm Fondant, den habe ich eingefärbt in Rosé mit Gelfarben. Den werde ich jetzt ausrollen und ihn auf die untere große Torte dann legen und die Torte eindecken. Die Torte ist jetzt eingedeckt, kommt wieder in den Kühlschrank und dann decke ich die kleine Torte in der Farbe Türkis ein. So, weiter geht es mit der Deko. Ich habe jetzt hier ein paar Bilder von LOL. Das ist Fotopapier. Ich habe das Muster im Internet rausgesucht, auf Fotopapier drucken lassen. Und dann habe ich hinten Fondant drauf gemacht, damit es nicht direkt mit der Torte Kontakt hat. Jetzt habe ich hier mehrere Bilder und die werde ich jetzt an der Torte unten befestigen. Jetzt habe ich noch pinken Fondant geschnitten in Streifen und die werde ich jetzt an die Seite geben. So, ich habe jetzt mit einem Ausstecher, ich hoffe man sieht den gut, es wird nämlich jetzt langsam dunkel draußen. Das ist ein kleiner Schmetterling-Ausstecher. Den nehme ich jetzt mit dem pinken Fondant und gebe ihn auf diese Streifen hier drauf, das ist so, dass es dann Schmetterlinge sind. Einfach oben auf diesen Streifen drauf. So, dann habe ich hier die türkise Torte. Da werde ich jetzt diesen Rand hier abschneiden, damit es nachher schön auf die Torte passt. So, den Rand, den weißen Rand der Tortenunterlage habe ich jetzt geschnitten. Jetzt gebe ich hier Strohhalme rein zur Stabilität und dann kommt diese Torte hier oben drauf. Die Stützen sind jetzt gelegt. Ich gebe jetzt hier etwas Buttercreme drauf als Haftgrund und dann kommt die türkise Torte oben drauf. Dann habe ich jetzt eine Schnur gemacht aus Fondant, also 2 Schnüre, die ich dann ineinander verwickelt habe und die gebe ich jetzt hier als Rand unten dran. So, ich habe jetzt diese Fotofiguren mit dem Fondant hinten an die Torte geklebt mit Wasser. Dann habe ich hier unten nochmal diese Figuren in klein dran gemacht. Und ich habe hier oben eine große Schleife, das zeige ich euch jetzt gleich mal, wie ich die gemacht habe. Dazu habe ich erst einmal rosa Fondant ausgerollt, mit einem Pizzaschneider zurechtgeschnitten in ein längliches Rechteck, dies geteilt, damit etwas Serviettenpapier, die Seiten aufgefüllt,
die Enden etwas zusammengedrückt. Das geht ganz gut, wenn es noch frischer Fondant ist. Und dann Falten gelegt an den Seiten, damit ich diese typischen Falten einer Schleife habe. Dann erst einmal 2 Tage trocknen lassen und nach 2 Tagen erneut Fondant ausgerollt, schmale Streifen geschnitten, die Innenseite der Schleife mit etwas Wasser gepinselt und dann einfach diese Streifen darum gewickelt. Dann habe ich die Schleife hingestellt, da sie ja stehen sollte auf der Torte, und so erst einmal eine Woche trocknen lassen. Der untere Rand, der später absteht, den kann man einfach abschneiden mit einer Schere. Die Schleife habe ich jetzt circa eine Woche vorher gemacht. Ich habe sie innen mit, das kann man glaube ich sehen, mit Strohhalm befestigt, dass sie nicht umkippt. Und hinten habe ich auch 3 kleine Stützen, da wir sie morgen transportieren werden zu einer Schulparty. Und das ist das Endergebnis der LOL-Torte mit der großen Schleife obendrauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Tschüss!